Gestern habe ich über einige Zutaten gesprochen, die wichtig sind für ein glückliches, erfülltes und zufriedenes Leben. Heute möchte ich über einige Zutaten sprechen, die wichtig sind für unsere Praxis der Meditation. Die Lehre des Buddha beruht auf Selbstverantwortung. Wir müssen Verantwortung übernehmen für alle unsere Taten, seien sie nun körperlich, sprachlich oder geistig. Alles, was wir tun, hat gewisse Auswirkungen oder Konsequenzen. Und die können entweder gut oder schlecht sein, heilsam oder unheilsam. Und diese Konsequenzen oder diese Auswirkungen betreffen uns selber, sowie auch andere. Da wir nur ein Teil des Ganzen und mit der ganzen Welt verbunden sind, schlagen sich diese Auswirkungen nicht nur in unserer nächsten Umgebung aus, sondern auch weit entfernte Gebiete und Objekte können davon betroffen werden. Zum Beispiel, Wissenschaftler haben herausgefunden, dass der Flügelschlag eines Schmetterlings im Amazonasgebiet die Ursache sein kann für einen Hurricane in Lateinamerika. Alle unsere Handlungen, auch wenn sie noch so klein und unbedeutend erscheinen, produzieren die verschiedenartigsten Auswirkungen. Wir sollten uns dessen gewahr sein und erst handeln, nachdem wir den Zweck und die Eignung einer gewissen Handlung wohl überlegt haben. Wir müssen Verantwortung übernehmen für unser Leben und unabhängig werden. Niemand anders kann uns erlösen und niemand anders kann uns beschützen. Indem wir Verantwortung übernehmen für unser Leben, in der gleichen Art und Weise beschützen wir uns auch unser Leben. Alles, was uns in unserem Leben widerfährt, ist die Auswirkung oder das Resultat einer früheren Handlung. Nichts kommt zufällig oder aus dem heiteren Himmel, sondern alles folgt dem strengen Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn es eine Ursache gibt, so wird es eine Auswirkung geben. Ohne Ursache werden wir auch keine Auswirkungen haben. Und wenn wir eine Auswirkung haben, so muss es eine Ursache dafür gegeben haben. Und wenn keine Auswirkung da ist, so hat es eben auch keine Ursache gegeben. Dieses Gesetz von Ursache und Wirkung ist eigentlich ganz einfach und logisch. Es gibt immer eine Verbindung, mit wem oder mit was wir in Kontakt kommen in unserem Leben. Und aufgrund des Gesetzes von Ursache und Wirkung sind wir selber verantwortlich für das, was mit uns geschieht. Die gegenwärtigen Resultate oder Auswirkungen sind ganz einfach die natürlichen Produkte unserer früheren Handlungen. Wir können die Schuld für das, was uns in unserem Leben widerfährt, niemand anderem in die Schuhe schieben. Auch das gehört zu unserer Verantwortung. Wir sollten lernen, uns den Herausforderungen des Lebens mit Achtsamkeit und Gewahrsein, mit Vergebung, Geduld, liebender Güte und Ehrlichkeit zu stellen. Um das in die Tat umzusetzen, müssen wir uns bemühen, müssen wir uns auch anstrengen. Wenn wir mit diesen Eigenschaften ausgerüstet sind, dann können wir unser Leben in unsere eigenen Hände nehmen. Das ist der Weg zum Erfolg oder zur Befreiung, wie ihn der Buddha aufgezeigt hat. Der Buddha ist diesen Weg gegangen
und viele seiner Schülerinnen und Schüler auch. Mein Lehrer, der Sayadaw Ujjanaka, hat viele Verse geschrieben, welche die burmesischen Yogis jeweils vor dem Dhamma-Vortrag rezitieren und manchmal auch vor gewissen Zeremonien. Und nicht nur die burmesischen Yogis, also die Meditierenden, nicht nur die rezitieren diese Verse, sondern auch die freiwilligen Helfer, die bei uns im Zentrum arbeiten. Für die freiwilligen Helfer gibt es am Abend ein Chanting mit anschließender Meditation. Einer dieser Verse hat den Titel Aumien Chanteya. Das ist burmesisch und auf Deutsch übersetzt heißt das so viel der Weg zum Erfolg in Dhamma. Oder eine andere Übersetzungsmöglichkeit wäre die Ursache zum Erfolg in Dhamma. Dieser Vers ist einer der populärsten Verse geworden, weil er so kurz und prägnant ist und eben die wichtigsten Zutaten für Erfolg in der Meditation beinhaltet. Dieser Vers lässt sich leicht einprägen in Burmesisch. Auf Deutsch übersetzt geht er etwa so. Gutes tun, Schlechtes vermeiden, das Herz und den Geist läutern. Mit Achtsamkeit und Nachsicht sprechen, handeln, denken. Ehrlich sein, vergeben, geduldig und gütig. Wer ausdauernd und sich immer bemühend diese Eigenschaften in die Tat umsetzt, derjenige wird mit Erfolg gekrönt sein. Wie ihr sehen könnt, sind die Zutaten für eine erfolgreiche Meditationspraxis keine mysteriösen oder ganz verborgenen Eigenschaften des Herzens oder des Geistes. Im Gegenteil, es sind ganz simple und einfache Eigenschaften, die wir alle besitzen und zu einem gewissen Grade auch schon entwickelt haben. Mit der weiteren Entwicklung dieser Eigenschaften werden sie stärker und einflussreicher und damit haben sie die Kraft, den Schleier der Unwissenheit zu heben und alle Kilesa oder Befleckungen zu entfernen. Der Weg zum Erfolg ist nicht so schwierig oder kompliziert, wie er aussieht oder wie wir ihn vorstellen. Die notwendigen Zutaten sind ganz einfach und simpel. Die Schwierigkeit liegt darin, sie eben konstant und systematisch anzuwenden. Falls wir von jeder Zutat Gebrauch machen würden und sie unablässig anwenden würden, dann würden wir alle als kleine Buddhas diesen Retreat verlassen. Heutzutage sollte alles instant sein. Instant Suppen, Instant Tees, Instant Fotos oder Instant Horoskope. Das ist schon fast altmodisch, das gibt's schon lange. Der Instant Trend hat sich auf andere Gebiete ausgeweitet. Zum Beispiel in den Bereich der Kommunikation. Da gibt's jetzt die E-Mails. Viele Leute haben ein Handy und mit denen kann man sogenannte SMS durchgeben. Ich weiß nicht genau, was das ist, aber scheinbar soll das ganz flott und schnell gehen. Oder auch im Gebiet der Medizin geht die Forschung nach weiteren Medikamenten immer weiter, um Krankheiten auf der Stelle oder zumindest doch in einer kurzen Zeit zu heilen. Doch diese Art der Behandlung heilt meistens nur die Symptome. Es ist sehr selten, dass die Wurzel der Krankheit auch wirklich entfernt wird. Viele Leute kümmern sich gar nicht darum. Sie wollen das Schnellheilmittel. Sie wollen den Quickfix.
da sie ja eben wieder funktionieren müssen innerhalb der Gesellschaft. Die Lehre des Buddha, das Dhamma, wird mit einem Heilmittel verglichen, das nicht nur die Symptome heilt, sondern das die Kraft und die Fähigkeit hat, alle Ursachen für unser Leiden und für unsere Unzufriedenheit gänzlich zu entfernen. Das Dhamma ist das Heilmittel für die perfekte geistige Gesundheit. Um das Heilmittel mit größter Wirksamkeit anzuwenden, müssen wir alle Zutaten zusammenmischen und dann den Heiltrunk auch regelmäßig einnehmen, bis wir vollständig geheilt sind. Ich möchte nun über einige Zutaten sprechen, die im vorher erwähnten Vers enthalten sind. Die Praxis der Einsichtsmeditation ist gegenwärtiges Gewahrsein oder das achtsame Beobachten aller Vorgänge, die sich in unserem Körper, Herz und Geist abspielen. Es ist eine einfache, doch sehr effektive Methode, die kein großes theoretisches Verständnis braucht. Wenn wir sie jedoch in unserer Meditationspraxis anwenden wollen, kommen wir sehr bald zur Einsicht, dass es eben gar nicht so einfach ist. Unser Geist will nicht im gegenwärtigen Moment verweilen. Er ist sich nicht gewöhnt, still zu sein. Er liebt es, sich in Gedanken über die Vergangenheit zu verstricken oder Fantasien über die Zukunft zu kreieren. Häufig kommen auch Gedanken der Reue und des Bedauerns oder Gedanken des Hasses und der Abneigung. Falls uns jemand großes Leid zugefügt hat oder auch nur ein wenig irritiert hat, sind wir sofort die Opfer von Gedanken des Hasses, des Widerwillens oder der Abneigung. Von unserem Standpunkt aus gesehen ist es offensichtlich, dass der Fehler bei der anderen Person liegt, dass sie die Schuld für unser Leiden trägt. Oder wir sind die Opfer ihrer Ungerechtigkeit und man sollte sich unser erbarmen. Alle Fehler liegen immer auf der anderen Seite. Wir sind unschuldig. Gedanken von Hass, Aversion, Abneigung oder von Anklage sind sehr verführerische oder sehr saftige Gedanken, da sie das Gefühl des Ichs, das Gefühl des Selbst erhöhen und verstärken. Sie sind so verführerisch, da sie das Ego oder das Selbst, das Ich, so stark und unanfechtbar erscheinen lassen. Wenn wir ihrer nicht gewahr sind und ihre wahre Natur nicht erkennen, so fallen wir ihnen zur Beute und verstricken uns im falschen Glauben an ein solides oder unabhängiges Ich oder Selbst. Diese Gedanken des Hasses, der Aversion oder der Anklage können mit Gedanken des Vergebens überwunden oder ganz beseitigt werden. Gedanken des Vergebens sind die beste Art, einen Retreat, einen Meditationskurs zu beginnen. Doch Gedanken des Vergebens sollten nicht nur am Anfang eines Retreats stehen, sondern vielmehr sollten wir jeden neuen Tag oder auch jedes neue Jahr mit Gedanken des Vergebens beginnen. Vergeben ist eine Art Loslassen der Vergangenheit oder ein Friedensschließen mit der Vergangenheit. Es ist ein neuer Start, ein frischer Anfang oder Erneuerung. Wenn wir anderen Personen und uns selbst vergeben können für das Leid
oder für die Ungerechtigkeit, welche entstanden sind, dann können unsere Herzen leichter werden und offene Wunden können wieder zuheilen. Zuerst sollten wir uns selbst vergeben für alles Leid oder Unrecht, das wir anderen Lebewesen zugefügt haben. Danach sollten wir uns selber vergeben für das Leid oder Unrecht, das wir uns selber zugefügt haben. Und zuletzt sollten wir allen anderen Lebewesen für das Leid oder Unrecht vergeben, das sie uns zugefügt haben. Wir können das mit folgenden Sätzen ausdrücken. Auf verschiedene Arten habe ich andere Lebewesen verletzt und ihnen Leid zugefügt. Ich vergebe mir. Mögen sie von allem Leiden befreit werden. Auf verschiedene Arten habe ich mich verletzt und mir Leid zugefügt. Ich vergebe mir. Möge ich von allem Leiden befreit werden. Auf verschiedene Arten haben mich andere Lebewesen verletzt und mir Leid zugefügt. Ich vergebe ihnen. Mögen sie von allem Leiden befreit werden. Vergeben bedeutet nicht, dass wir unheilsamen oder sogar gesetzwidrigen Handlungen zustimmen. Es ist vielmehr eine hilfreiche Methode, unser Herz von der sinnenden Hitze zu befreien, welche Gedanken von Hass, Aversion oder Widerwillen begleiten. Die Praxis des Vergebens kann den Brennstoff, welcher notwendig ist, um ein Feuer am Brennen zu erhalten, sie kann ihn beträchtlich vermindern oder sogar ganz zum Versiegen bringen. Falls wir nicht vergeben, so müssen wir mit diesen Gedanken des Hasses oder der Rache, der Aversion leben. Oder dann werden wir nachtragend. Alle diese Gedanken sind wie Gift für unser Herz. Seltsamerweise mögen wir diese Art von Gedanken. Manchmal finden wir Gefallen an ihnen, da sie ja so gerechtfertigt scheinen. Doch eben diese Gedanken des Hasses oder der Anklage werden oft mit dem Schlucken von Gift verglichen. Wir schlucken das Gift und erwarten dann, dass die andere Person stirbt. Es ist ziemlich offensichtlich, dass alle diese Gedanken des Hasses und der Aversion unheilsam sind und auch nicht hilfreich. Und zudem sind Gedanken von Hass, Aversion oder Anklage das Bewusstsein verändernde Emotionen, die eine verheerende Auswirkung haben auf unsere Fähigkeit zu denken. Und nicht nur das. Sie haben auch Auswirkungen im Körper. Der Körper wird unruhig oder angespannt. Das Herz verengt sich. Oder sogar der Blutdruck kann sich erhöhen. Das sind alles ziemlich unangenehme Nebenerscheinungen von Hass und Aversion. Wir können uns nicht mehr länger kontrollieren und wir haben unsere Handlungen nicht mehr im Griff. Die Person, die der Anlass für unseren Hass ist, sie besitzt uns. Sie lebt gratis in unserem Herzen. Wenn wir denken, dass wir das Opfer einer Handlung sind, die durch eine andere Person ausgeführt wurde, dann schauen wir die Situation aus einem ganz falschen Blickwinkel an. Diese Sichtweise beruht auf einem sehr engen Rahmen, der das Produkt von Unwissenheit ist. Wenn wir die ganze Zeit beobachten könnten, was durch die 6 Sinnentore eintritt, das sind die Augen, die Ohren, die Nase, die Zunge, der Körper und der Geist, dann kämen wir zur Erkenntnis, dass
alles Leiden oder alle Unzufriedenheit nur durch unsere unheilsamen Reaktionen entstehen. Die Ursache der Unzufriedenheit oder des Leidens liegt nie außerhalb von uns. Es ist nur durch unsere Unwissenheit, dass die ganze Palette des Leidens oder der Unzufriedenheit entstehen kann. Mit dieser Realisation könnten wir leichten Herzens vergeben und alle Gedanken von Hass, Aversion oder Rache aufgeben. Doch auch wenn wir noch nicht zu dieser Realisation gekommen sind, so sollten wir uns doch bemühen zum Vergeben, vor allem uns selber zu vergeben. Wir können so streng mit uns selber sein. Meistens vergeben uns andere leichter, als wir uns selber vergeben. Warum sind wir so streng mit uns selbst? Warum wollen wir den Pfeil nicht herausziehen, der sich mitten in unser Herz gebohrt hat? In meinem Leben als Nonne habe ich eine schöne Praxis entdeckt, die von Nonnen, aber auch von Mönchen ausgeführt wird, wenn sie ihr Kloster verlassen. Wenn eine Nonne auf eine Reise, auf eine Pilgerreise geht oder ihr Kloster wechselt, dann ist es Tradition, dass sie sich von der Äbtissin respektvoll verabschiedet. Indem sich die Nonne respektvoll von der Äbtissin verabschiedet, bittet sie auch Vergebung für alles Leid oder Unrecht, das durch ihre körperliche, sprachlichen oder geistigen Taten entstanden ist. Die Äbtissin vergibt alle leiderzeugenden Taten und im Gegenzug bittet auch sie um Vergebung für alles Leid oder Unrecht, das entstanden ist durch ihre körperlichen, sprachlichen oder geistigen Handlungen. Auf diese Weise können beide Seiten mit einem reinen Herzen auseinandergehen, befreit von den Gedanken des Nachtragens oder der Aversion. Wenn wir nicht vergeben, dann tragen wir diese Gedanken des Hasses oder das des Widerwillens für Tage mit uns herum. Nicht nur Tage, manchmal auch für Wochen oder Monate, sogar für Jahre. Das ist eine schwere Bürde, die auf unserem Herzen lastet. Und es ist auch viel Gewicht, das viel Platz in unserem Herzen einnimmt. Um übergewichtigen Leuten zu zeigen, wie viel unnötiges Gewicht sie mit sich herumtragen, wird ihnen ein Rucksack gegeben, der so schwer ist wie ihr Übergewicht. Und mit diesem Rucksack müssen sie dann auf eine Wanderung gehen, so 2 bis 3 Stunden einen Berg hochgehen. Wenn man nun einen Rucksack von, sagen wir, 15 bis 20 Kilogramm tragen muss, dann ist das ganz schön anstrengend. Und wenn wir dann den Rucksack schließlich abstellen können, dann fühlen sich diese Leute sehr erleichtert. Auch wir könnten uns eine große Erleichterung verschaffen, indem wir die bedrückenden Gedanken von Hass und Aversion mit Vergebung auflösen würden. Falls wir lernen, uns selber und anderen für das in der Vergangenheit erzeugte Leid oder Unrecht zu vergeben, so wird es uns auch leichter fallen, im Moment zu vergeben, wenn uns gerade Leid oder Unrecht zugefügt wird. Im gegenwärtigen Augenblick zu vergeben, bedeutet auch geduldig sein mit der gegenwärtigen Situation. Geduld, das ist eine weitere Eigenschaft, die entwickelt werden muss auf dem spirituellen Weg. Auf Pali heißt es Kanti
Und es ist eine der 10 Vollkommenheiten, eine der 10 Paramis. Wir sollten lernen, mit allen Lebewesen geduldig sein, doch vor allem auch geduldig mit uns selbst. Wir sollten unsere Mängel oder unsere Tiefen in der Meditationspraxis annehmen und nicht frustriert sein, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir es uns vorgestellt haben oder wie wir es uns gewünscht hätten. Unsere Einstellung sollte die eines Anfängers sein, der offen für alles ist. Wenn es uns gelingt, alle körperlichen und geistigen Prozesse geduldig zu beobachten, dann brauchen wir nicht unmittelbar auf alles mit blindem Verlangen zu reagieren. Das Fehlen von Geduld lässt uns in unserer angestammten und gewohnheitsmäßigen Art reagieren, und somit bleiben wir Sklaven unserer Wünsche und unseres Verlangens. Ausgerüstet mit Geduld können wir einen Schritt zurücktreten, entspannen und so zum Zeuge der verschiedenartigsten Phänomene werden. Es könnte so einfach sein, wenn sich kein Ego oder wenn sich kein Ich einmischen würde, so könnten wir ruhig und geduldig bleiben. Wenn wir uns in Geduld üben möchten, so kann es hilfreich sein, uns das Gesetz von Ursache und Wirkung etwas genauer anzuschauen. Vor allem in Fällen, die uns doch sehr ungerecht erscheinen. Wenn wir unser Leben auf der Grundlage dieses Gesetzes leben und nur heilsame oder gute körperliche, sprachliche und geistige Taten ausführen, dann wird das Gesetz von Ursache und Wirkung uns auch schützen und beschützen. Die segensreichen Auswirkungen unserer Geduld und unserer heilsamen Taten werden nicht ausbleiben und uns reichlich beschenken. Der berühmte tibetische Meister Milarepa musste seine Geduld unter Beweis stellen, als er seinen Lehrer Marpa um Belehrungen bat. Marpa erklärte sich bereit, doch erst nachdem ihm Milarepa einen großen Steinturm gebaut hätte. Milarepa zog los, suchte Steine zusammen und baute den geforderten Steinturm. Es dauerte einige Jahre, bis der Turm fertig war. Danach ging er wieder zu seinem Lehrer Marpa und sagte ihm, dass der Turm fertig sei. Doch Marpa erwiderte nur, dass der Turm an der falschen Stelle stehen würde, dass er ihn niederreißen solle und an einem anderen Ort wieder aufbauen solle. Milarepa tat, wie ihm geheißen wurde. Er riss den Turm nieder und baute ihn an einem anderen Ort wieder auf. Das dauerte wieder einige Jahre. Danach ging er zurück zu seinem Lehrer Marpa und sagte ihm, dass der Auftrag erfüllt sei. Und wieder erwiderte Marpa nur, dass der Turm an der falschen Stelle stehen würde, dass er ihn an einem anderen Ort aufbauen solle. Marpa ging wieder los, riss den Turm nieder und baute ihn an einer anderen Stelle auf. Als er nach einigen Jahren fertig war, ging er wieder zu seinem Lehrer Marpa und sagte, dass der Turm nun fertig sei. Darauf begann Marpa mit den Belehrungen über das Dhamma. Wäre Milarepa nicht so geduldig gewesen, so hätte er nie Belehrungen seines Meisters Marpa bekommen. Milarepa brauchte nicht nur eine sehr große Portion Geduld, sondern er brauchte auch Anstrengung und Ausdauer. Anstrengung oder Bemühung ist eine unerlässliche Eigenschaft für Erfolg.
sei es nun in weltlichen Angelegenheiten oder sei es in spirituellen Bereichen. Ohne Anstrengung oder ohne Bemühen kann nichts erreicht werden. Diese Tatsache zeigt sich im Auftreten von Anstrengung in den verschiedenen Gruppen von geistigen Faktoren. In der Gruppe der 37 der zur Erleuchtung gehörenden Dingen, eine Gruppe von 37 Faktoren, da tritt Anstrengung oder Bemühung im Ganzen 9-mal auf. Es tritt auf als die 4 rechten Anstrengungen, dann tritt es auf als Anstrengung als eine der Machtgefährten, Anstrengung als eine der geistigen Fähigkeiten, Anstrengung als eine der geistigen Kräfte, Anstrengung als eines der Erleuchtungsglieder und Anstrengung als ein Glied des achtfachen Weges. Andere Faktoren treten auch mehr als einmal auf, aber keiner so viele wie Anstrengung oder Bemühung. Der Buddha wurde nicht müde, die Bedeutung von Anstrengung, stetem Bemühen und geduldiger Ausdauer immer wieder zu betonen. Der Grund dafür ist die Tatsache, dass eben jede Person die Befreiung selber verwirklichen muss. Der Buddha trägt seinen Teil dazu bei, indem er den Weg weist. Es liegt jedoch an uns, diesen Weg in die Tat umzusetzen, ihn zu praktizieren. Und das braucht Anstrengung und Energie. Die Transformation des Herzens und des Geistes ist keine leichte Aufgabe. Sie verlangt ein konstantes und unablässiges Bemühen. Da die Kilesas, die Befleckungen, so tief verwurzelt sind, dürfen wir nicht aufgeben, bis das Herz rein von allen Kilesas ist. Zum Vergleich. Es braucht eine gewisse Zeit, bis die Küken groß und stark genug sind, bevor sie die Eierschale mit ihren Schnäbelchen aufpicken können. Wenn die Henne die Eier gelegt hat, brütet sie die Eier für viele Tage aus. Auch wenn sie keine Veränderung wahrnimmt auf der Außenseite der Eier, so fährt sie doch fort mit Brüten und gibt nicht auf. 2 Wochen, 3 Wochen, jeden Tag sitzt sie auf den Eiern und jeden Tag schauen die Eier gleich aus. Doch im Innern des Eis, da findet eine große Transformation statt, eine beträchtliche Veränderung. Aus dem befruchteten Ei entwickelt sich langsam ein kleines Küken, das sich entfaltet und größer wird. Der Körper nimmt langsam Form an und die verschiedenen Organe entwickeln sich. Schließlich nach 28 Tagen ist das Küken groß und stark genug, um die Schale mit seinem Schnäbelchen so aufzupicken. Wäre die Henne nicht ausdauernd und geduldig gewesen, wäre sie nicht täglich auf den Eiern gesessen, so hätten sich die kleinen Küken nicht entwickeln können. Hätte die Henne aufgehört nach 15 Tagen, so wären die Küken in diesem Zustand gestorben. Ganz in der Nähe unseres Zentrums in Burma, da hat es eine Hühnerfarm. Die Leute züchten die Hühner nicht für Hühnerfleisch, sondern sie züchten die Hühner, um dann die kleinen Küken zu verkaufen. Nachdem die Hühner die Eier gelegt haben, da sammeln sie die Eier ein und legen sie dann in einen Brutkasten. In diesem Brutkasten, in dem herrscht eine konstante Temperatur vor. Und so dauert es nur 21 Tage, bis die Küken schlüpfen.
Da die Temperatur konstant ist, können sich die Küken regelmäßig und konstant entwickeln. Die Henne, die muss manchmal aufstehen, zum Nahrung suchen gehen oder um ein natürliches Bedürfnis zu erledigen. Und in dieser Zeit erhalten dann die Eier die notwendige Wärme nicht. Und das führt zu einer kleinen Verzögerung der Entwicklung der Küken. Das Gleiche lässt sich in Bezug auf unsere Meditationspraxis sagen. Wenn wir in der Lage wären, alles, was zum Fortschritt gebraucht wird, konstant und ununterbrochen anzuwenden, dann würden wir sicherlich raschen Fortschritt in Richtung des Zieles machen. Konstantes und ausdauerndes Bemühen, das führt zu sichtbaren Resultaten innerhalb von kurzer Zeit. Löcher in der Praxis, die verlangsamen den Fortschritt. Und da werden wir noch zu größerer Anstrengung oder zu mehr Ausdauer gefordert. Anstrengung oder Bemühen, Energie, das wird in vier verschiedene Gruppen unterteilt. Und diese werden auch die vier rechten Anstrengungen genannt. Das sind erstens das Vermeiden von unheilsamen Phänomenen, die noch nicht entstanden sind. Zweitens das Überwinden von unheilsamen Phänomenen, die schon entstanden sind. Dann drittens ist es das Entfalten von heilsamen Phänomenen, die noch nicht entstanden sind. Und viertens ist es das Erhalten von heilsamen Phänomenen, die schon entstanden sind. Die unheilsamen Phänomene, die müssen am Entstehen verhindert werden. Und falls sie eben schon entstanden sind, müssen sie überwunden werden. Und die heilsamen Phänomene, die müssen entfalten werden. Und falls sie schon da sind, müssen wir sie erhalten. Unheilsame Phänomene, die werden eben auch als Kilesas oder Befleckungen bezeichnet. Sie beflecken oder sie beschmutzen das Herz und den Geist und sie sind ein Hindernis zum Klarsehen. Weiter verhindern sie auch die Entwicklung von tiefer Konzentration, die eben auch wichtig ist, um die Dinge klar und scharf zu sehen. Die Anzahl der geläufigsten Hindernisse oder Hemmungen, die beläuft sich auf 5. Und so werden sie die 5 Hemmungen genannt. Und das sind Sinnenverlangen, Übelwollen, Stumpfheit und Mattheit, Aufgeregtheit und Gewissensunruhe und skeptische Zweifel. Die ersten beiden, das sind die stärksten. Und sie repräsentieren die Wurzeln von Lobha, Verlangen, Gier, respektive Dosa, Aversion, Übelwollen. Die restlichen 3 Hemmungen sind nicht ganz so stark. Und sie sind Sprosse von Moha, der Unwissenheit. Immer wenn sie auftauchen, verhindern sie den Fortschritt auf dem Weg und sie trüben den Blick zum Klar und Scharf sehen. Darum sollten wir uns eben bemühen, diese Hemmungen am Entstehen zu verhindern. Es ist möglich, diese Hemmungen unter Kontrolle zu halten, da sie nicht von außerhalb kommen, sondern in unserem Herz und Geist entstehen. Das Fehlen von Achtsamkeit sowie von gründlicher und weiser Erwägung führt meistens zu einem unkontrollierten Reagieren auf all die verschiedenen Sinnenobjekte. Und in einem untrainierten Geist sind das eben oft unheilsame Bewusstseinszustände oder Reaktionen.
Falls dann trotz aller unserer Anstrengungen ein Kilesa entstanden ist, müssen wir uns bemühen, dieses Kilesa zu überwinden. Im Rahmen der Vipassana-Meditation bedeutet es nichts anderes, als das Kilesa achtsam zu notieren und zu beobachten. Starke und präzise Achtsamkeit hat die Macht, ein unheilsames Gefühl oder einen unheilsamen Gedanken zu überwinden. Mit scharfer und präziser Achtsamkeit hat das Kilesa keine Chance, lange zu überleben. Tatsächlich hat präzise Achtsamkeit die Kraft, ein Kilesa in nichts aufzulösen. Genauso wie das Licht die Dunkelheit verdrängt, sobald wir den Lichtschalter drücken. Oder mit einem anderen Beispiel, präzises und achtsames Notieren bringt ein Kilesa auf der Stelle zum Verschwinden, genauso wie ein Tropfen Wasser, der auf ein Stück heißes Eisen fällt, sich sofort in Dampf auflöst. Anstrengung oder Energie muss nicht nur aufgebracht werden, um unheilsame Phänomene zu verhindern oder zu überwinden, sondern es muss eben auch aufgebracht werden, um heilsame Bewusstseinszustände zu entfalten. Und das bedeutet, das Entfalten von heilsamen Zuständen, die noch nicht entstanden sind, und eben das Erhalten der heilsamen Bewusstseinszustände, die schon entstanden sind. Heilsame Bewusstseinszustände, das sind gewisse Phänomene, wie zum Beispiel noblen, edlen, achtfachen Pfades oder die fünf geistigen Fähigkeiten oder auch die sieben Erleuchtungsglieder. Für das Entwickeln dieser heilsamen Zustände spielt die Anstrengung oder das Bemühen auch eine sehr große Rolle. Im ersten Stadium finden wir einen anfänglichen Enthusiasmus, der die Lethargie abschüttelt. Mit dem Fortschreiten der Meditation verfestigt sich die Energie und sie wird zur Ausdauer. Es gibt dann kein Nachlassen in der Praxis mehr. Die Energie sie nährt und sie unterhält dann eine stete Achtsamkeit. Und im dritten Stadium, da wird die Energie unanfechtbar und unbesiegbar. Die Kilesa, sie haben dann keine Chance mehr aufzukommen. Und die letzte der vier rechten Anstrengungen zielt auf das Erhalten dieser heilsamen Bewusstseinszustände. Unsere Anstrengung und unsere Energie, die sollte auf die Befreiung des Herzens und des Geistes gerichtet sein. Das Ziel unserer Bemühung sollte das Vermindern und schließlich das vollständige Versiegen aller Kilesa sein. Sonst wird es nur zur Anhäufung von mehr Karma, das im Kreislauf von Geburt und Tod dann wieder heranreifen wird. Am Anfang der Praxis manifestieren sich die Kilesas ziemlich offensichtlich und sie sind ziemlich stark. Wir können sie leicht erkennen und mit dem Heilmittel des Benennens oder des Beobachtens, da können wir sie erkennen und umgehen damit. Mit dem Vertiefen der Praxis werden die Kilesas feiner und subtiler und damit wird es dann auch schwieriger, sie zu erkennen. Es braucht dann eine noch größere Anstrengung, um weiterzumachen und eben nicht aufzugeben. Vor allem müssen wir mit einer großen Portion Geduld ausgerüstet sein, um weiterhin alle Phänomene, die im Körper, Herz und Geist hochkommen, weiterhin zu beobachten.
Das kann verglichen werden mit dem Erklimmen eines Berges. Am Morgen, wenn wir losziehen, da fühlen wir uns frisch und voller Energie. Nach circa einer Stunde, da setzen wir uns hin zu einer kleinen Rast, essen vielleicht ein paar Nüsse oder getrocknete Früchte. Dann gehen wir weiter und steigen den Berg hoch. 2 Stunden, 3 Stunden, bis es dann Zeit ist für die Mittagsrast. Wir fühlen uns schon ein wenig müder und sind dankbar, dass wir uns etwas ausruhen und erholen können. Da wir am Morgen schon einiges an Höhe gewonnen haben, wird der Nachmittagsmarsch etwas anstrengender, da wir schon weiter oben sind und die Luft ist auch schon dünner, mit weniger Sauerstoff. Das ist noch viel offensichtlicher, wenn wir im Himalaya wandern gehen. Dort ist die Ausgangslage auf ca. 3500 Metern. Das ist gerade etwa so hoch wie das Jungfraujoch dort drüben. Das ist also die Ausgangslage. Und wenn wir Pässe überqueren wollen im Himalaya, dann muss man zum Teil bis etwa 5000 Metern hochsteigen. In dieser Höhe, das merkt man dann ganz gut, da braucht jeder Schritt mehr Anstrengung, damit man weiterkommt. Die anfängliche Anstrengung vom Morgen genügt nicht mehr. Mit jedem Schritt, mit dem man Höhe gewinnt, muss man sich mehr anstrengen. Der Buddha, der sagte einmal, Bhavita Bahurikata, und das bedeutet so viel, entwickeln und maximieren. Was anfänglich genügt hat, mag nicht mehr genügen, wenn wir in die höheren Bereiche der Praxis vorstoßen. Falls Verbesserung und Verfeinerung möglich ist, so sollten wir uns nicht scheuen, die geforderte Anstrengung zu machen, bis wir das Maximum herausgeholt haben. Bevor ich über eine weitere Zutat sprechen werde, die notwendig ist für eine erfolgreiche Praxis, da werde ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Es ist die Geschichte von den Töpfen. Eines Tages kam ein junger, weinender Mann zum Buddha. Und der Buddha fragte ihn, was ist geschehen, junger Mann? Ehrwürdiger, mein alter Vater ist gestorben. Der Buddha sagte, was kann man da machen? Falls er tot ist, wird ihn das Weinen nicht wieder zum Leben erwecken. Und der junge Mann sagte, ja, Ehrwürdiger, das verstehe ich doch. Doch ich habe eine spezielle Bitte. Bitte tun Sie etwas für meinen verstorbenen Vater. Und der Buddha fragte, so, was soll ich denn tun? Ehrwürdiger, tun Sie irgendetwas. Sie sind eine mächtige und einflussreiche Person. Sie können bestimmt etwas tun. Wissen Sie, andere Einsiedler und Asketen, die führen die verschiedensten Rituale und Zeremonien aus, um den Verstorbenen zu helfen. Sobald sie das Ritual beendet haben, öffnet sich das Tor zum Himmel und die tote Person kriegt Einlass. Bitte, bitte tun Sie etwas für meinen verstorbenen Vater. Der arme Schlucker war so überwältigt von seinem Kummer und von seiner Trauer, dass er keinem logischen Argument mehr folgen konnte. Der Buddha musste einen anderen Weg suchen, um ihm zu helfen. Und so sagte er zu ihm, na gut, geh zum Markt und kaufe mir 2 tönerne Töpfe. Der junge Mann war nun sehr glücklich, da er annahm, dass der Buddha eine Zeremonie oder ein Ritual ausführen würde für seinen toten Vater. Er rannte zum Markt und kam mit 2 Töpfen zurück.
Und nun, sagte der Buddha, fülle den einen Topf mit Kieselsteinen und in den anderen fülle Butter. Der junge Mann tat es, wie es ihm geheißen wurde. Dann sagte der Buddha, und nun decke die beiden Töpfe zu, verschließe sie gut. Und der Mann tat es wieder. Und darauf sagte der Buddha, und nun versenke die beiden Töpfe im Wasser des nahen Teiches. Der junge Mann ließ die beiden Töpfe ins Wasser und sie sanken beide auf den Grund. Und jetzt, sagte der Buddha, hole einen langen Stecken und schlage auf die Töpfe, so dass sie zerbrechen. Der junge Mann, der war so glücklich, da er dachte, dass der Buddha nun ein wundervolles Ritual ausführen würde. Der junge Mann schlug auf die Töpfe und sie zerbrachen. Die Butter, die im einen Topf enthalten war, kam sofort zur Oberfläche und breitete sich auf dem Wasser aus. Die Kieselsteine, die blieben auf dem Grund des Sees liegen. Und darauf sagte der Buddha, junger Mann, so viel habe ich getan. Hole jetzt nun all die Asketen und Einsiedler und bitte sie, das Folgende zu chanten. O Kieselsteine, kommt herauf, kommt herauf. O Buddha, sink herab, sink herab. Lass mich sehen, wie das geschehen wird. Und der junge Mann sagte, O Ehrwürdiger, Sie müssen einen Witz machen. Wie ist das möglich? Die Kieselsteine sind schwerer als das Wasser. Sie müssen auf dem Grund bleiben. Sie können nicht heraufkommen. Und die Butter, sie ist leichter als das Wasser. Sie muss auf der Oberfläche schwimmen. Sie kann nicht hinuntersinken. Das ist doch ein natürliches Gesetz. Und der Buddha sagte, junger Mann, du scheinst das Gesetz der Natur ganz gut zu kennen, doch du hast diesen einen Punkt nicht verstanden. Falls dein Vater sein ganzes Leben lang schwerwiegende Taten verübt hätte, so müsste er unten bleiben wie die Kieselsteine. Wer könnte ihn heraufholen? Und falls er Taten leicht wie Und falls die Taten leicht wie Butter gewesen wären, so müsste er auf der Oberfläche schwimmen. Wer könnte ihn hinunterziehen? Was wir tun und wie wir die Dinge tun, das ist von größter Wichtigkeit. Ich habe das Gesetz von Ursache und Wirkung schon zweimal erwähnt in diesem Vortrag. Das Gesetz von Ursache und Wirkung funktioniert nicht nur auf der materiellen Ebene, sondern nach der Lehre des Buddha eben auch auf der geistigen Ebene. In der gleichen Art und Weise, wie es nur natürlich ist, dass die Kieselsteine auf den Grund des Wassers sinken, so ist es nur natürlich, dass unheilsame Taten eben unheilsame Resultate oder Auswirkungen hervorbringen. Weder Gebete oder Rituale, noch das Dazwischengreifen einer höheren Macht, kann die Butter auf den Grund sinken lassen. Das sind natürliche Gesetze, welche die Welt und den Kreislauf von Geburt und Tod aufrechterhalten. Auf der materiellen Ebene sind diese Gesetze leichter zu erkennen. Wir können sie mit unseren bloßen Augen sehen. Wenn wir eben einen Stein in den Teich werfen, so sinkt er auf den Grund. Oder wenn wir einen Eisblock an der Sonne stehen lassen, so fängt er eben an zu schmelzen. Das ist nur natürlich. Die Prozesse auf der geistigen Ebene, die geschehen nicht wild durcheinander.
Auch sie folgen dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Wenn eine unheilsame Handlung ausgeführt worden ist, so erzeugt das unfehlbar eine unheilsame Wirkung. Kein Gebet, kein Ritual oder Wunder hat die Macht, diese Handlung dann ungeschehen zu machen. Und somit können wir sehen, wie ungemein wichtig es ist, dass wir unheilsame Taten vermeiden und heilsame Taten ausführen. Und dazu brauchen wir ein reines Herz und einen geläuterten Geist. Solange unser Herz und Geist trübe sind und mit allen möglichen Kilesas vollgestopft sind, so ist es eben sehr schwierig, das Gute und Hilfreiche vom Schlechten und Leiderzeugenden zu unterscheiden. Ein beflecktes Herz und ein beschmutzter Geist, die nehmen die Welt verzerrt wahr. Die verschiedenen Kilesas, die können mit verschmutzten und farbigen Brillengläsern verglichen werden. Wenn wir die Welt durch eine Schicht von verschmutzten und farbigen Brillengläsern anschauen, so können wir die Welt in ihrer ursprünglichen Reinheit nicht mehr wahrnehmen. Es ist nicht zu verhindern, dass wir dann ein verzerrtes Bild kriegen. Damit haben wir fast alle Zutaten betrachtet, die notwendig sind für den Erfolg auf dem Weg. Jede dieser verschiedenen Zutaten hat ihren eigenen Geschmack und ihre spezielle Eigenschaft und kann auch ganz lecker sein, wenn man sie alleine kostet. Wenn wir jedoch alle diese verschiedenen Zutaten in der richtigen Menge zusammenmischen, dann erhalten wir eine einzigartige Mischung, deren Wirkungskraft um ein Vielfaches größer ist. Die konstante und systematische Anwendung dieser einzigartigen Mischung wird innerhalb kurzer Zeit Auswirkungen zeigen und unseren Weg zum Erfolg ausebnen und ausglätten.